Kann ich mal salzig da. Zugabe ist einfach immer nur so, dass das Publikum mir Fragen stellen darf. Ich werde sie beantworten, bestmöglich, und dann ist die Sache auch vorbei. Gibt es soweit Fragen? Meldet euch einfach, zieht durch und dann können wir nach Hause gehen. Also hier, ich muss hier bleiben. Ist die Tasse aus Plastik oder Porzellan? Das ist kein Plastik, definitiv kein Plastik. Ich weiß nicht, ob es Porzellan ist. Ist sie zerbrechlich? Die ist zerbrechlich, ja, ja. Das ist eine richtige Tasse, bloß halt in einer schönen Form. Heik. Wer bist du? Christopher. Christopher, natürlich, ja. Das ist ja deine Signature-Tasse. Hast du dann so ein Case, dass die nicht zerbrechen? Nee, ich habe ganz viele Tassen. Ich habe ein ganzes Regal voll, was jetzt nicht heißt, das Regal ist groß, aber es ist halt, da habe ich eine Venom-Tasse, eine Ironman-Tasse. Die Ironman-Tasse musste ich dann irgendwann dazu kaufen in, ich glaube, Aachen oder Krefeld, weil ich gar keine Tasse dabei hatte. Ich hatte sie im Hotel irgendwie vergessen, keine Ahnung. Und dann war ich beim Mediamarkt und also, niemals kriegst du eine Tasse beim Mediamarkt. Ich dachte, die ich will, die finde ich beim Mediamarkt. Die hat eine Ironman-Tasse. Die dann auch die Augenfarbe wechselt. Also wenn dann heißes Wasser weiß kommt, die ist dann erst so schwarz, die Augen, und dann mit Wasser weiß. Effekt. Und dann habe ich witzigerweise die Tasse für den Auftritt danach im Hotel vergessen. Da musste ich in Bonn eine neue Tasse holen, woanders, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich so eine, du kennst doch die Avenger-Filme, kennst du ja sicherlich. Und da ist doch bei diesem einen Film mit Captain Marvel, dieser Frau, da war keine Abwertung drin. Aber da gab es doch diese Katze, die dann später Nick Fury die Augen so, ja. Jedenfalls aus irgendeinem Grund hatte dieser Nerdladen nur diese Tasse, die ich zu Hause vergessen hatte, und diese Katze. Und da musste ich diese Katze holen, aber die habe ich verschenkt, weil das einfach total bescheuert ist. Die Katze sein, da war auch nicht mal irgendwas, was auf diesem Film gedeutet hätte. Das war einfach nur eine Katze, als hätten die von so einem Katzenstore gemerkt, wie können die nicht loswerden? Komm, wir branden die neu. Die war total scheiße. Und auf der Packung sah die auch ganz anders aus. Also, guck dir mal, das ist total bescheuert. Ja, und dann habe ich noch eine Thanos, diese Infinity Gauntlet. Gold mit diesem Stein drauf, aber ich fall jedes Mal ab, ist total erbärmlich. Und weil er war einfach nicht supposed, die zu haben, verstehst du? Deswegen fallen sie jedes Mal ab. Dann habe ich noch eine Harley Quinn-Tasse, wo der Deckel so abnehmbar ist. Dann habe ich noch eine Mario, also dieses Viereck, diese Cube mit dem Fragezeichen drauf. Dann habe ich noch eine Rick und Morty-Tasse. Die letzten zwei habe ich geschenkt bekommen von Fans, die sehr aufmerksam seid. Und die letzten drei. Einfach mal so ein Anstoß an die leere Bühne hier. By the way, okay? Blumen habe ich euch hingeworfen. Danke, Christopher, für die Frage. Wo bist du hergekommen? Ich wohne aktuell in Aachen. Aachen, ah. Ja. Warst du auch letztes Mal, als ich in Franz war da? Nee, leider nicht, deswegen heute. Ja. Nächstes Jahr sind wir wieder da. Mit dem neuen Programm wahrscheinlich. Freut mich, dass du den ganzen weiten Weg. Wie lange bist du mit den anderen zwei hier? Nee, ich bin allein. Ah, das freut mich. Du, komm, ich freue mich klar. Ich finde es immer total bescheuert, wenn Leute sagen, ich bin nicht gekommen, weil ich hatte keine Lust, alleine zu gehen. Wo ich denke, ja, mir ist das lieber, wenn ihr alleine seid. Warum wollt ihr mit jemandem labern? Weißt du, das ist so wie im Kino. Halt dir die Fresse und guck einfach nach vorne, weißt du, was ich meine? Ich gehe auch alleine ins Restaurant, weil ich mir denke, ich möchte nicht mit jemandem jetzt reden. Reden im Restaurant ist einfach nur dieser Pseudo-Smalltalk, den du hast und wartest, bis das Essen kommt. So, du denkst, ja. Was für Tee? Das ist Früchtetee. Und du? Wie sehr nervt es immer, dasselbe Programm immer wieder spielen zu müssen? Wie sehr es mich nervt, immer dasselbe Programm spielen zu müssen. Wie heißt du? Florian. Florian. Was machst du beruflich? Krankenpfleger. Krankenpfleger. Du machst ja auch immer dasselbe. Weißt du, was ich meine? Also. Wir sehen eine Menge Arschlöcher. Ja, du siehst eine Menge Arschlöcher. Ich auch, ja. Also. Nee, es ist für mich, ich finde es teilweise jetzt, dieses Programm, Florian, spiele ich jetzt seit einer Weile, weil Corona, da war Corona dazwischen. Und ich finde es toll, wie schön es sich jedes Mal anders spielt, weil ich kam hier raus und die Leute, nennen wir sie beim Namen, waren ein wenig reserviert. Und deswegen dachte ich, ich muss hier abholen, wo sie sind. Da musst du es ein bisschen ruhiger spielen, das ist wie Klavier zu spielen, falls das für dich ein Vergleich ist, der passt, dass du halt jedes Mal das Programm anders interpretierst.
und andere Pausen setzt und anders auf die Leute eingehst und guckst, wie die Pausen dazu sind und Betonung anders, weil du halt merkst, okay, die Leute sind so drauf, die wollen mehr davon, weniger davon. Das Programm bleibt dasselbe, aber es ändert sich ein bisschen. Und ich finde es sehr schön, damit dann zu spielen, vor allem, wenn es sich rund gespielt hat. Heute war es auch so, wie gesagt, ich habe eine Weile nicht gespielt, das heißt 2 Wochen. Und dass ich dann immer denke, okay, kriege ich das noch hin? Und es hat auch gut funktioniert, es war auch schön, in die Ruhe reinzuspielen manchmal, dass man das halt dann merkt, so nehme ich mir Zeit und artikuliere das anders oder lasse erstmal sacken. Also es ist jedes Mal was anderes und für das nächste Programm, an dem ich jetzt nochmal jetzt arbeite, was ich in diversen Shows in Berlin hier und da mal so teste, wird es dann wieder so sein, dass ich dann denke, oh, ich hoffe, ich kann den Text noch. Und aber an sich finde ich das gerade mega angenehm, weil ich habe auch einen neuen Booker, der jetzt auch wirklich eine Tour organisiert hat. Wie gesagt, ich habe das seit ein paar Jahren gespielt, aber es war halt nie eine richtige Tour. Wie gesagt, Tour war immer nur, ich fahre in Grün, mache meinen Auftritt, fahre zurück. Aber morgen bin ich zum Beispiel in Mainz und dann geht es halt weiter. Und dann ist es halt schön, wenn du so ein Programm auch den Leuten vorstellen kannst, weil sonst wäre es ja eine Verschwendung. Ich meine, da freue ich mich auch immer aufs nächste Programm. Das Programm davor habe ich, eins der Programme habe ich auch mal hier gespielt. Staffel 1 war das sogar, glaube ich. Und das hätte man theoretisch auch noch in anderen Städten spielen können. Aber du merkst ja auch als Künstler, dass du denkst, okay, die Arbeit, die ich jetzt abgebe, gefällt mir vielleicht sogar mehr als davor. Wobei ich manchmal in den Shows in Berlin, wo ich auch alles aufnehme, Sachen aus den ersten Programmen spiele, weil damals gab es noch kein Internet, TikTok und sowas, dass ich das halt recyceln kann, damit es halt trotzdem noch eine Reichweite hat. Was ich meine, weil ich finde, es ist immer ein bisschen Verschwendung, wenn du einem Programm sagst, tschüss, weil ich habe das zum Beispiel auch auf YouTube. Und trotzdem spiele ich es gerne und denke mir so, das gefällt mir jetzt der heutige Abend vielleicht besser als die YouTube-Version. Ich habe das Programm auch mal auf Amazon gespielt und das fand ich überhaupt nicht toll, weil die haben mich dann verbogen und meinen, die Schuhe darfst du nicht tragen. Das sind so Dragon Ball Schuhe. Ich hatte damals Super Mario Schuhe. Darfst du nicht tragen. Die Manschettenknöpfe von Batman durfte ich nicht tragen. Wo ich denke, was soll das? Die sagen, ja, Werbung für Produkte. Ich sage, Alter, den Scheiß kriegst du auch auf Amazon. Wollt ihr das nicht vielleicht cleverer irgendwie marken? Wollt ihr nicht was draus machen? Und diese Schuhe, weißt du, so magische, so andere Schuhe, aber die durfte ich da nicht tragen, wo ich meinte, Alter, die kriegst du nirgends woanders. Was heißt die Werbung? Werbung für Super Mario oder was? Also was soll der Scheiß? Das ist alles so Kinderkack. Die haben mir dann so Schuhe gegeben von Nike, ich weiß gar nicht, so Air Max, irgendwas so. Und ich weiß aber, okay, dann trage ich die, hab reingeguckt, Preisschild, 170 Euro. Ich dachte so, ja, okay, dann kriege ich halt diese Schuhe. Aber jetzt kommt was mega Deutsches. 3 Wochen später haben die angerufen und gesagt, kann es sein, dass Masud aus Versehen die Schuhe mitgenommen hat? Mussten wir die scheiß Schuhe zurückschicken. Ja, also ich habe immer noch Spaß, das zu spielen, Florian. Du bist ja zum ersten Mal in der Show, ne? Ja, aber ich habe schon mal gesehen. Ja, genau, weil ich halt auch denke, das ist jetzt nicht die Kolumbiahalle, weißt du? Und ich denke, ich bin jemand, der das Programm lieber in einem kleineren Kreis mehrere Abende am Stück spielt, weil es ein bisschen intimer ist als in einer großen Halle. Ich hätte die Option, aber weil es einfach so ist, dass ich denke, da ist der Kontakt noch da, dann weißt du auch, was los ist. Vor allem, wenn ich jetzt so eine Interaktion spiele, mein Publikum, du bist zum Beispiel ziemlich weit hinten und das heißt trotzdem nicht, dass du weit weg bist. Was ich meine, das ist immer noch im Rahmen sehr toll. Danke, Florian, für diesen Monolog, den ich führen durfte. Ja. Hast du Merch? Merch? Ja. Außer die Sticker. Was hatest du so, die Sticker? Wie heißt du? Aaron. Guck mal, ich habe Merch heißt übrigens Merchandise. Ich wusste das früher auch nicht. Veranstalter kommt auf mich zu und sagt, du hast ein Merch? Ich war so, ah. Ja. Ich dachte, das wäre ein cooler Begriff. Ich habe für eine Show in Berlin, habe ich, wo ich, Mike, das ist eine Impro-Show, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas dabei habe. Ja, das ist mein einziger Merch, den ich habe, den verkaufe ich immer in Berlin für 2 Euro. Das ist ein Notizblock, falls es dich anspricht, weißt du Bescheid. Cool genug? Ja. Dann gib mir 2 Euro, dann kannst du ihn nehmen. Bitteschön. Ich hab dir bestimmt den Hotel mitgehen lassen. Nee, das ist mein, da siehst du auch mein Bild drauf. Ich danke dir. Schwarzgeld, nice. Zwar der oh, ich hab noch einen. Ich hab wirklich nur den dabei. Das ist eigentlich für die Show, die heißt Mike Madness Improv Comedy. Das mache ich in Berlin monatlich, wo ich einfach eine Stunde lang das hier mache, mit Leuten quatsche. Das ist ziemlich cool, das macht Bock. Und dann könnt ihr auch auf YouTube sehen, das ist die Stelle, wo ich ein Bild versteigere. Was hatten wir Spaß? Weitere Fragen?
Ja. Würde es dich stören, wenn man dich in deiner Show unterbricht? Oder? Hattest du was vor und hast dich jetzt zurückgehalten? Die Frage war, ob es mich stört, wenn Leute hackeln, also reinrufen und Kommentare. Wenn du jetzt einmal so ein Loch gezeigt hast, muss ich sagen, eigentlich auf Augenhöhe, aber ja, null. Bei sowas musst du auch aufpassen, weil du denkst, du wissen musst, dass ich das ja professionell mache, weißt du? Also wenn es jetzt so um Pointen-Situation geht, wo ich denke, vertrau mir mal. Ich habe das Programm schon 100 Mal gespielt. Ich habe Optionen gehabt, Alternativen. Aber wenn jetzt im Programm jemand reinruft, wenn es dem beiträgt, was selten ist, dann ist ja eine Sache. Aber jetzt zum Beispiel, wie gesagt, diese Interaktion, wo Leute quatschen, das habe ich auch früher am Anfang der Show gehabt. Dann ist auch ganz nett. Also deswegen habe ich das auch so gemacht, dass es am Ende ist, dieses Reinlabern, weil dann haben wir es aus dem System. Früher habe ich es immer am Anfang gemacht, damit es halt wirklich raus ist aus den Leuten, damit sie die Fresse halten. Aber an sich, nee. Ich meine, am Ende stehe ich sowieso immer da wie ein Held, wenn ich dann eine Interaktion habe mit jemandem aus dem Publikum, weil wie gesagt, ich mache das beruflich. Und die nicht. Was machst du beruflich? Ich bin ein angehender Erzieher. Siehst du? Angehender Erzieher. Dann weißt du auch, dass du die Fresse halten müsstest. Weißt du, was ich meine? Ich meine, dann kennst du ja schon alle Sprüche. Was sagst du, wenn jemand Erzieher, wie lange? Angehender. Oh, du hast noch so viel zu lernen. Macht ihr auch das dann? Hast du das schon gelernt? Schweig. Das habe ich in Deutschland gelernt. Was ist das, ein Fuchs? Das ist der Schweig? Das ist der redende Fuchs? Ich habe dich voll überfordert. Ja, bitte? Du wolltest was sagen? Nein. Okay. Und das hast du aber gelernt? Ich habe das ja nicht. Ja, das haben wir ja nicht bei uns. So, habt ihr keine Füchse bei euch? Keine Schweigenden? Rummeister vielleicht Füchse. Ach so. Wie alt sind die Kinder da? Ich bin Jugendheim. Jugend? 18. 13 bis 18. Da bringt das gar nichts. Du hast lange Haare. Denken Leute, du verkaufst denen auch Gras? Kommt es dann? Ich glaube schon, ja. Ich habe mit meiner Bauchtasche rumlaufen. Du, letztens kam jemand von der anderen Straßenseite auf mich zugerannt. Ich dachte, er will ein Autogramm. Er hat mich einfach nur panisch gefragt, ob ich Papers hätte. Weißt du, was ich meine? Ich war schon ready. Also ich sag, nein, chill mal, Mann. Hast du vielleicht noch eine Frage an mich? Ne? Weitere Fragen? Was ist dein schlimmstes Berlin-Erlebnis? Mein schlimmstes Berlin-Erlebnis? Von wem ist die Frage? Okay. Wo kommst du her? Eine Straße weiter. Hast du vor, nach Berlin zu fahren und willst erst mal wissen, wie gefährlich die Stadt ist? Guck mal, Berlin ist, ich war schon überall. Wie heißt du? Marvin. Ich war schon auf der ganzen Welt und ich sagte, Berlin zieht mich jedes Mal zurück. Es ist so diese widerliche, ranzige Art, die aber charmant ist, die du erstmal verstehen musst, um sie zu verstehen. Weißt du, jedes Mal, wenn ich eine längere Reise gemacht habe und dann am Flughafen, also so flugzeugmäßig dann zurückkomme, dann kommt immer etwas typisch berlinerisch-deutsches raus, so in deinem Urlaubs Zen-Modus, dass dann irgendein Deutscher sagt, ja, was soll denn das denn jetzt hier? Ich bin wieder zu Hause. Das ist richtig angenehm. Also schlimmstes Berlin-Erlebnis gibt es gar nicht, weil jedes dieser schlimmsten Berlin-Erlebnisse sind so Sachen, die ich dann auf der Bühne erzählen kann und das ist ja dann auch wieder Gold wert. Im wahrsten Sinne, weil ihr bezahlt. Um die Geschichten zu hören. Ich versuche gerade irgendwie was zu channeln, aber also alles, was in Berlin passiert, ist einfach nur so strange, dass ich es toll finde. Ich meine, dann weißt du auch so, du bist nicht alleine. Craziness is everywhere. Weitere Fragen? Ja, Typ, Erzieher. Bist du später im Köln-Hotel oder? Ob ich später im Köln-Hotel bin? Eigentlich bin ich hier in Eschweiler Motel, aber ich glaube, ich fahre woanders hin. Ganz spontan einfach in mein rotes Auto steigen und einfach Kreise fahren. Dann bin ich weg. Ich bin noch demnächst in Köln. Dafür hast du keine Karten bekommen? Ich hatte kein Geld zu der Zeit, als die Karten waren. Deswegen bin ich hier. Wie kostet das Ticket? 20 Euro? Ich war ziemlich broke, ich war irgendwo auf dem Badezimmerboden, also vercrackt. Und da habe ich mich entschieden, Erzieher zu werden. Ich meine, Köln ist ja in 2 Wochen oder in 1 Woche. Meinst du das oder die letzte Show? Die zweite Show quasi. Ja, okay. Ich glaube, ich habe nur die zweite gesehen, aber ich hatte wirklich, mein Konto war komplett überzogen. Auch. Ja, okay. Nee, ich frage nur, weil ich dachte, die zwei Shows hier wären
Nein, die Frage war jetzt nicht um die schwärzeste Marke. Ich dachte einfach nur, die zweite Show kam ja später als diese Show. Weißt du, was ich meine? Die Zusatzshow. Also im Grunde genommen, für beide hättest du zeitgleich Geld haben können. Es sei denn, Viana war sofort ausverkauft. Ja, aber was ich meine. Die hättest du heute noch Geld. Du wärst hier an der Abendkasse zum halben Preis reingekommen. Die Leute wollten einfach nur, wollten den Laden einfach nur füllen. So wie Marvin, der ist auch umsonst reingekommen. Das war so ein Typ auf der Straße, wenn man der Bürgermeister kam vorbei, meinte, geh rein. Mach was Richtiges. Ja, Florian. Wie sieht dein Filmgeschmack aus? Mein Filmgeschmack? Ja. Was magst du für Filme? Hauptsache irgendwie lösen irgendwelche Emotionen bei mir aus. Licorice Pizza fand ich jetzt super zum Beispiel. Wie heißt der Film? Achso, ja. Habe ich nicht gesehen, aber ich fand den Trailer ganz interessant. So mit David Bowie Musik, ne? Genau, ja. Und was? Oldboy ist super. Oldboy, der koreanische? Ja. Du mit Josh Brolin war der? Ja, was zur Hölle. You're so right. Da waren so viele Fehler in dem Film, aber Oldboy, der war mega geil. Also könnt ihr sehen, koreanische Version von Oldboy, die Originalversion, richtig gut. Könnte ich auch empfehlen. Und was noch? Mad Max? Oh ja. Mel Gibson. Oder? Nee, der neue. Ah, Tom Hardy. Tom Hardy ist großartig. Ich finde, Tom Hardy sollte irgendwann mal Marlon Brando Biopic spielen. Drive. Drive? Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ich wollte den Namen nicht sagen, weil ich bin, meine, ich darf nicht zugeben, dass Ryan Gosling sexy findet. Hast du auch Only God Judge Dingsbums gesehen? Ja. Und? Bisschen verwirrend, der Film, ne? Only God Forgives, ja, ist irgendwie, ich habe mal ein bisschen was drüber gelesen. Also, ist schwierig. Ja. Also, yeah. Aber das ist ja der Regisseur halt, ne? Hier, der, wie heißt er noch? Ryan Gosling. Also, was... Ich habe vorgestern einen Film gesehen, ich glaube, das war ein bisschen... Für die Leute, die das hier nicht interessieren, ihr könnt ruhig gehen, euer Teil des Geldes ausprobiert. Willkommen zum Filmtalk mit Florian und Marcel. Vorgestern habe ich einen Film gesehen, der heißt Holy Spider. Da geht es um eine Situation, die im Iran passiert ist, um 2000, 2001, um einen Serienkiller. Und also wahre Begebenheit, Holy Spider, kannst du mal angucken. Also wenn der... Ich habe ihn auf Persisch geguckt, aber der wurde auch auf Deutsch synchronisiert. Das kommt dann wahrscheinlich demnächst. Guckst du dir gerne an. Ballade von der weißen Kuh? Weiße Kuh? Ballade von der weißen Kuh ist auch ein iranischer Film. Ach so, nee, den habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Nee, ich hab nicht so viele gesehen. Mormolak ist einer, den ich gesehen habe. Da geht es um persischen Sträfling. Alles Kriminalgeschichten aus dem Iran, wisst ihr Bescheid? Off the Root, ja. Nee, aber Filme, sehr viel dabei. Letzte Glühwürmchen ist ein Animationsfilm, da geht's. Hast du ihn gesehen? Ja, weiß Bescheid. Leute nicken. Weitere Fragen? Ja. Was war dein schlimmstes Publikum? Mein schlimmstes Publikum? Wir natürlich. Das hast du jetzt gesagt. Schlimmstes Publikum, mittlerweile mache ich das, wie heißt du? Melanie. Mittlerweile mache ich das ja schon sehr, sehr, sehr lange und ich glaube, die Leute, die zu meinem Solo kommen, sind ja auch da, weil sie mich sehen wollen. Und seitdem ist da nichts Schlimmes dabei gewesen. Früher... Als ich bei Mix-Shows dabei war, Mix-Shows ist, wenn du 5 bis 10 oder 15 Minuten dann spielst vor Leuten, die dich nicht kennen, vor allem als Newcomer. Ich weiß noch, da war ich in Dresden oder Leipzig oder in Brandenburg, also eigentlich alle von den Städten. Und da war es immer schrecklich. Mittlerweile, wenn ich in Leipzig mein Solo spiele, kommen ja auch wirklich Fans, die sind meinetwegen da und die gucken, sie haben auch Spaß. Aber einmal war es so, in Dresden sollte ich zweimal 15 Minuten spielen und es waren die längsten 30 Minuten meines Lebens. Bei dem zweiten Set habe ich dann einfach nur 15 Minuten Klavier gespielt. Ich war froh, dass ein Klavier war. Und einmal in Brandenburg war es auch wieder so, zweimal 15 Minuten. Das ist so schrecklich. Zweimal 15 Minuten, die Leute haben mich die ganze Zeit nur angestarrt. Und witzig, interessant war, dass die danach auf mich zukamen und ein Foto wollten. Und meinen so, wir kennen dich von Dieter Nuhr. Und ich sage, okay, das macht auf einmal Sinn. Ja. Aber es war, wie gesagt, nicht in Berlin, weil in Berlin ist alles toll, was passiert. Weitere Fragen? Wie lange machst du das schon? Das ist jetzt mein, wir haben das Programm, heißt das 25-jährige Bühnenjubiläum von Marcel, aber mittlerweile ist es schon so alt, dass es jetzt eigentlich jetzt nächstes Jahr an das 30-jährige Bühnenjubiläum geht von meiner Einer. Ja, 30 Jahre Marcel Akbazade. Ich finde es immer toll, dass Leute dann anfangen zu tuscheln. Einfach nur der Tatsache, dass ich es geschafft habe, 30 Jahre auf Stealth-Modus in der Öffentlichkeit zu stehen und keiner mich kennt. Dafür gibt es dann Props. Ich habe keine Ahnung. Was machst du denn beruflich? Ich? Ja, du, Melanie, wir reden doch gerade miteinander. Ich weiß deinen Namen nicht, ich bin nur mal bei Melanie in der Rücken. Ich bin Finanzbuchhalterin. Achso, deswegen fragst du, was soll, wo kommt das auf einmal her?
Ich mache das erst seit diesem Jahr. Ich habe 2 Euro, er hat die mir noch geschuldet, die 2 Euro, die ich gerade bekommen habe. Das war von was anderem. Ich muss meinen Stand wieder abbauen. Weißt du Bescheid. Was macht dein Freund? Ich bin Immobilienökonom. Immobilienökonom. Leider da, machen wir es noch fancy als... Was heißt das Ökonom? Was soll das dazu noch? Das heißt einfach, dass meine Firma Grundstücke kauft. Deine Firma. Okay, fick dich. Wir reden mit anderen Leuten. Meine Firma kauft Grundstücke und ich gucke einfach so, habt ihr toll gekauft. Kauft noch mehr Hotels. That looks good. Jetzt verstehe ich auch, warum die Finanzbuchhalterin mit dir zusammen. Und auf einmal, alles macht hier Sinn, die Konstellation. Sie lässt sich auch gar nicht los. Weitere. Nee, es ist meiner. Weitere Fragen? Ja, Florian. Also Biden ist debil, also oder hat Demenz? Joe Biden? Ja. Wow, wir werden politisch. Danke, Florian, an dieser Stelle. Wegen diesen ganzen Videos, wo er so verwirrt ist, ob er von der Bühne gehen soll. Ja, guck mal, oder irgendwie, bei Frauen irgendwie, so riecht irgendwie, ne? Ja, du, ganz ehrlich, ich finde, viele Politiker sind, da war ja diese eine Klappe, diese eine Politikerin, die jetzt Aufruhr gesorgt hat, weil sie beim Party machen, tanzen gesehen hat. Weißt du noch, manchmal? Ja. Und wo ich denke, Alter, wenn du das Leben so sehr liebst, dann bist du optimalerweise jemand, der in so einer Position sein sollte. Weil jemand wie Biden oder andere Leute, die sind so fucking alt, dass du denkst, die haben ganz andere Prioritäten. Denen geht es ja nicht mehr ums Leben, die sind einfach nur da, die machen ihre 3-4 Jahre, dann sind sie eh tot. Weißt du, was ich meine? Also von daher denke ich so, junge Leute sollten auf jeden Fall Präsident oder in Führungspositionen sein, weil denen ist das Leben noch wichtig. Ah, das ist meine Ansicht. Und ich weiß nicht, ob Biden jetzt senil ist oder nicht. Es wirkt so, als hätte er vor was... Wann war, hat er damals schon versucht, vor was, 20 Jahren wollte er Präsident werden? Ich habe keine Ahnung. Whatever, er hätte früher Präsident werden sollen, weil ich finde, er ist wie Captain America. Der hätte eigentlich das Herz am rechten Fleck, aber er ist eindeutig 80 Jahre zu spät dran. Siehst du ja auch im Iran die Situation. Es machen einfach nur alte Mollas, die teilweise nicht lesen können. Weißt du, das sind einfach nur total abgefuckte Menschen. Nicht, dass ich jetzt den mit beiden vergleichen will, weil da die Situation total beschissen, aber eben, was ich meine. Also ich finde... ja, falsche Menschen regieren einfach zum größten Teil. Ja. Danke für diese Note am Ende noch. Kindergartenerzieher? Wie machst du das mit dem Essen an so Orten wie jetzt Eschweiler? Also, du ernährst dich ja vegan. Hast du jetzt um die Uhrzeit findest du zum Beispiel keinen? Du willst unbedingt mich ficken in Köln, ne? Was ist los mit dir? Du bist überhaupt nicht smooth. Du fragst, wo ich noch Essen kriege. Ich habe, die Veranstalterin hat mir einen Korb Gemüse gegeben. Tatsache, und den habe ich gegessen. Es sind noch Bananen und andere Sachen, die ich mitnehme, weil ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal zu essen bekomme. So, weitere Fragen? Ja, junge Dame, endlich ist immer was los. Deine Haare, sind die echt? Die Haare sind echt. Was bitte was? Welchen Conditioner? Wie heißt du? Petra. Petra? Ist das was? Petra mit D? Petra. Nochmal. F-F-F. Fedra. Ja. Fedra. Ja. Wo kommt der Name her? Der ist eigentlich griechisch. Ach, griechisch, okay. Perserin. Sie ist Perserin, aber du heißt Feder. Es ist sehr verwirrend. Okay. Fedra. Was für ein Conditioner? Ich bin froh, dass du fragst. Sehr spät kam die Frage übrigens, by the way. Wahrscheinlich hat der perverse Typ alle Fragen geblockt. Fedra, ich habe einfach gute Gene. Ich kann dir sagen, was ich will. Dein Haar bleibt so, wie es ist. Daran können wir nichts ändern. Aber ich finde es sehr mutig, dass du gefragt hast. Ich bin jetzt jedes Mal was anderes. Also ich ruhe da voll rum. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sich Pantene oder Kiehl's bei mir meldet und sage, hey, wir wollen dich gerne unter Vertrag nehmen. Keiner hat sich gemeldet. Seitdem, wenn jemand fragt, sage ich einfach, Wasser. Was machst du beruflich, Petra? Erzieherin. Pass auf den auf. Aber wo kommst du denn her? Von hier. Von hier. Eschweiler. Okay, ach, ihr werdet nie auf einer. Er wohnt ja in Köln, nicht wahr? Von wem war es die Idee herzukommen?
von, jetzt ist doch deine Gang. Genau. Und die in der Mitte hat gedacht, die kommt her. Hat sie euch mitgezogen? Ja. Ihr wusstet gar nicht, wer ich bin? Hat sich der Abend gelohnt für euch? Jo, das ist die Reaktion, die ich wollte. Jo. Mit einem stillen M vor. Jo. Average. Kennt ihr euch von der Arbeit, die drei? Nee, ganz früher. Ganz früher. Salz in die Wunde. Was macht ihr zwei denn beruflich? Auch Erzieherin. Sozialarbeiterin. Also ein Tisch. Okay. Und ihr drei? Gehört ihr auch dazu? Wow, ein bisschen Rassist. Ich gehe einfach davon aus. Die einzigen sechs ausländischen Mädchen, die in so einer Gruppe sind. Das sind Besties. Ihr drei kennt euch aber nicht. Nee. Du kennst die nicht? Ich sehe das, du hast einen Blazer an. Du bist voll besser als die. Ich weiß, wie das ist. Wie heißt du, Blazerfrau? Nisrin. Nisrin? Ja. Wer ist ihr zwei? Jasmin. Daphina. Diese Best Friends Moment. Geht ja nachher mit dem Typen aus Köln aus. So, gibt's noch Fragen? Ist die Jacke eine Anlehnung an den Joker? Ja, in der Tat. Ich bin sehr froh, dass du fragst. Ja, das ist, ich habe auch einen Dieter Gürtel und die... Ja, Manschettenköpfe. Batman. Ja, das ist das ganze Outfit. Ich habe ja sonst auch immer so einen Samtsacko an. Da gehe ich eher in Richtung Alice im Wunderland. Da sehe ich ein bisschen aus wie so ein Zuhälter aus Alice im Wunderland. Und das sieht gerade so ein bisschen Joker-mäßiger. Ja, und die Schuhe sind Dragon Ball. Also ich versuche, durch die ganze Palette zu gehen. Danke, Erzieherin, dass es jemand auffällt. Aber die Schuhe ziehst du niemals draußen an, oder? Die Schuhe trage ich niemals draußen an. Ich habe jemandem sehr viel Geld bezahlt, dass er sie angemalt hat. Und das sind meine Eschweiler-Schuhe. Die werden natürlich auch schon verbrannt, weil die haben ihre Aufgabe erfüllt. Weitere Fragen? Du, das macht richtig Spaß mit euch. Ich könnte es den ganzen Abend machen. Ja, bitte, Nisrin. Nisrin. Wie haben deine Eltern drauf reagiert, dass du gesagt hast, du machst jetzt Comedy? Wie meine Eltern drauf reagiert haben, als ich gesagt habe, ich mache Comedy. Meine Eltern wissen gar nicht, was ich mache. Deswegen mache ich immer nur so einen kleinen Räumen, so einen Eschweiler, wo es keiner mitkriegt. What happens in Eschweiler stays in Eschweiler. Ja, nee, die sind mega stolz auf mich, die lieben mich jetzt. Schon so ein bisschen noch, als sie gesagt haben, ich sei kein Wunschkind? Schachmatt. Ich bin ein Star. Was machst du denn, Nisrin? Ich bin Krankenschwester. Krankenschwester. In der Notaufnahme. Florian, Altenpfleger. Wow, was ist hier los? Was sind die für Menschen? Erzieher, Krankenhauszeug. Ja, okay, du bist von der Masse irgendwie weg. Du Typ ganz links, was machst du beruflich? Handwerk. Warte mal, du versuchst unspezifisch zu sein. Du sagst Handwerk, als wärst du Pornodarsteller. Handwerk. Nicht mal Handwerk, einfach nur Handwerk. Freundin von ihm, was machst du beruflich? Ich bin die Frau, das ist dein Beruf? Boah, wie traurig, richtiges Dorfleben. Der Mann macht morgens seinen Gürtel ab und sagt, ich gehe arbeiten, ich bin Handwerker. Du bist die Frau, du bleibst hier. Wow, ich versuche euch hier zu socializen, hier sind wichtige Leute, in der ersten wichtige Leute. Erste Reihe, was haben wir noch? Ihr zwei, was macht ihr beruflich? Wirtschaftsingenieur. Und du? Privatier. Du sagst es, als wären wir auf einer Yacht. Komm mal wieder runter. Privatier. Keiner weiß, was das bedeutet. Ich bin auch privat hier. Also von daher. Cool. Typ in dem Basecap. Oh, wir haben zwei Basecap-Typen. Was machst du? Knast. Und du? Büromensch. Ach, schön. Toll. Haben wir alle Fragen? Habt ihr noch Fragen? Ja, Typ. Ein Schieber-Handy? Schieber heißt Slider oder Drogendealer? Okay. Das ist ein Schieber-Handy. Das ist wirklich mein Handy, Leute. Das ist ein alte Leute-Handy. Ich muss 5-mal drücken für ein Ü. Aber ich nehme die Zeit. Ich bin auch niemand, der lange SMS schreibt oder sowas schreibt wie Tschüss. Also so einen Knacken-Shit kriegst du von mir nicht, weil ich habe keine Zeit dafür. Habe ich halt ein alte Leute-Handy. Ich bin jetzt auch in dem Alter, wo es mich nervt, wenn Kinder rennen. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Es nervt mich einfach. Es kommt einfach aus mir raus. Sitzt irgendwo, ein Kind rennt mal vorbei. Ich sage, hör auf zu rennen. Wo willst du hin? Denkst du, du hast Termine? Auf der anderen Seite finde ich es witzig, wenn sie runterfallen. Je kleiner die sind, desto witziger. Das Witzige finde ich, wenn sie versuchen aufzustehen. Weißt du, diese Plüschjacken im Arm. Kinder sind seltsam. Die liegen dann auf dem Boden, gucken hoch und...
die brauchen erstmal eine Reaktion von den Eltern, um zu wissen, ob sie jetzt weinen oder lachen sollen, weil Kinder sind dumm, die sind so, Entschuldigung, Feedback. Ah, ah, oh, hi, hi. Und die Eltern sind immer so, weil die nicht wollen, dass das Kind weint. Wo ich denke, so toll für die Psyche ist auch nicht von so einem Kind. Wenn es denkt, alle lachen, wenn es runterfällt. Das wird dann so ein Jackass-Kind, weißt du? Das ist ganz bescheuert. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn du so eine SMS schickst an ein Festnetztelefon, dann liest immer ein Roboter die Nachricht vor. Das ist kein richtiger Roboter, aber es wird elektronisch vorgelesen. Es ist nicht so, dass ein Roboter sitzt. Und auf diverse Online-Seiten nicht kann, weil er muss so einen Test machen, wo er sagt, ich kann die vier Ampeln hier nicht finden. Ich denke, boah, hast du einen Arschloch, da muss die ganze Zeit arbeiten und kann nicht mal illegalen Film gucken, was ist das für ein Scheiß. Wo ich mir denke, ich bin schlauer als ein Roboter. Er findet die Ampeln hier nicht. Klick, klick, klick. Jedenfalls, wenn du SMS schickst an Festnetztelefon, dann liest, wird das elektronisch vorgelesen. Ich mache das immer gern, bevor ich Pizza bestelle, telefonisch. Schicke ich ein SMS mit den Worten, sehr geehrte, das wird dann auch so angenommen, weißt du, der nimmt den Hörer ab und hört dann sowas wie, sehr geehrte Pizza-Leute, gleich ruft masudakpizza.de an und bestellt bei Ihnen Pizza. Gleich danach rufe ich an und sage, Sie haben meinen Anruf wahrscheinlich schon erwartet. Ich brauche dieses königliche Torö-Torö, weißt du, das brauche ich. So, weitere Fragen? Ja, Florian. Gibt es auch Gags, wo du sagst, okay, das ist zu krass, das kann ich nicht einbauen? Also Gags, von denen ich denke, die sind großartig, indem ich packe sie in mein schwarzes Buch und das öffne ich die. Das ist mein. Ich habe immer so Notizen, die ich aufschreibe und dann sind die weg und dann merkst du, okay, ich brauche ein paar Jahre, vielleicht ist das Publikum noch nicht bereit dafür und das ist halt wirklich so, auch so Programmpunkte, von denen ich gesagt habe, in meinem ersten Programm, dass ich, wie ich die jetzt erzähle, sie wieder ein anderes Gefühl haben und ein anderes Timing. Aber so Gags, nee. Also ich mache auch gerne dieses Anecken, das muss ja toll sein, sonst wäre es ja hier, weißt du, diese Standard-Comedians, die man halt so kennt und dann habe ich da keine Lust drauf und ja, also nee. Wenn ich es witzig finde, dann erzähle ich es auch. So sieht es aus. Ja. Ja, Typ? Wie entsteht so ein neues Programm? Wie entsteht ein neues Programm? Ja, schreibst du dann wirklich alles so auf, jede Nummer und sammelt? Oder also ein Programm besteht aus Bits. Bits sind so ein kleiner Gag. Und dann hast du ein Set, das sind mehrere Bits hintereinander, so erzählst du eine Geschichte und hast ein volles Programm. Kannst du dir vorstellen wie bei einem Musikalbum, dass du halt ein Bit hast, was so eine Art Refrain ist, dann hast du halt ein Set, was dann ein kompletter Song ist. Und Programm ist halt so ein, stellt sich dann zusammen. Deswegen ist es auch für mich immer sehr nervig, wenn Leute Gags klauen. Neulich war ich in der U-Bahn und habe gesehen, wie so ein Mann und ganze U-Bahn-Waggon entertained, so ein kleines Baby gewesen und der Mann macht die ganze Zeit so Gugu Gaga, Gugu Gaga und alle haben gelacht. Und ich sag so, die Nummer kenne ich von meinem Onkel, ein Penner. Aber nur zu, schreib du mal ein komplettes Set mit dieser Scheiße. Also sowas wie jetzt zum Beispiel, Beobachtung, die ich dann einfach so Stück für Stück zusammenpacke. Mein Comedy hat einfach so damit angefangen, dass ich allein zu Hause war und dann einfach Selbstgespräche geführt habe und dachte, hey, das wird sich erzählen, uns mal auf der Bühne. Also Sachen, es gibt wirklich Comedians, die setzen sich ran und schreiben. Sowas mache ich eher selten. Ich bin einfach jemand, der ins Vakuum schaut und dann kommt einfach so Stück für Stück etwas. Deswegen probiere ich auch immer hier und da nach der Show ein bisschen den Leuten zu quatschen und gucken, was dabei rauskommt. Und vieles von dem, was ich jetzt gerade spontan gemacht habe, ist auch schon im neuen Programm, was ihr dann nächstes Jahr in einer anderen Location hört. Aber ja, es ist definitiv Arbeit und es ist auch schön, wenn du dann siehst, wie dieses Set sich zusammenpackt. Ich mache ja auch die Dramaturgie in diesem Ding, das ist halt dann so Stück für Stück. Wie in dem Programm davor, was du gesehen hast, das anfängt mit dem sterbenden Vater und am Ende wiederkommt, Großvater und dann am Ende wiederkommt. Das ist halt, ich sehe mich ja selbst eher als Geschichtenerzähler und denke so, okay, du willst die Leute ja auch hooken und hooken heißt fesseln, nicht dass sie eigentlich rapey Term, also es war nur so, die Aufmerksamkeit hast, dass du auch eine Geschichte erzählen kannst, wo nicht andauernd Lacher kommen, sondern einfach nur, dass Leute sagen, boah, das war interessant. Interessant, das finde ich ein gutes Wort. Ich meine, wenn du komisch bist, finde ich das seltsam. Ich meine, wenn du im Restaurant bist und du isst was und es schmeckt interessant, ist immer noch besser als zu sagen, es schmeckt komisch. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich ein interessantes Programm viel besser. Gut, weitere Fragen? Was ist dein Lieblingsessen aus der persischen Küche, auch wenn wenig vegan ist, aber man kann es ja vegan vielleicht zubereiten. Reme Bodenjun, kennt ihr das, Iraner? Ich weiß sofort, dass die Iraner sagen, es tut mir leid, deine Augenbrauen haben es voller erzählt. Yeah. Das ist eine Aubergine mit, was ist da noch drin? Bohnen, oder? Komm, so auf einmal, ich guck den an. Linsen. Linsen? Linsen, ja.
Linsen, sehr viel Tomaten, Zwiebeln und Limo, Limette. Und, Fleisch, ne? Ja, aber das kannst du auch einfach weglassen. Gujie Bonimjun finde ich auch toll. Das ist einfach nur, auch wieder Aubergine mit Zwiebeln und Tomaten. Das lässt einfach so ziehen. Und Osh kann man ja auch vegan machen. Das ist voll der Vorteil auf den Namen, das heißt Osh. Das ist so eine, da sind sehr viele diverse Bohnen drin und schmeckt sehr lecker. Rotmes Sabzi, das ist, mögt ihr das? Lecker. Wer mag es nicht Rotmes? Wer mag es Rotmes Sabzi? Ich weiß schon, wo es heute Abend ist. Nee, ja, wahrscheinlich bei denen. So, wir haben noch, habt ihr auch Fragen gehabt? Nee, wir haben nur ausgemeldet, weil wir Rotmes Sabzi lieben. Ach so. Ja. Ach so, das war keine Frage. Die mögen Rotmes Sabzi. Wollt ihr diese zwei Mädchen da adoptieren, aus irgendeinem Grund? Wie heißt du? Mortaza. Mortaza, natürlich. Und du? Shana. Shana, wie schön ihr seid. Schön, dass ihr hergekommen seid. Von wessen Idee war es herzukommen? Mortaza. Mortaza. Ehrenmann Mortaza. Kennt ihr die zwei hinter euch? Haben wir heute gerade kennengelernt. Ja. Also ihr seid alleine hergekommen? Ja. Was machst du beruflich, Mortaza? Ich bin Arzt. Oh, natürlich bist du Arzt. Ich komme gleich noch zu euch, ich wollte den Typen da hinten, der eine Frage stellt. Ja. Warum steht da die Kamera auf dem Tisch und guckst du nach unten? Warum die Kamera auf dem Tisch? Weil der Winkel ist einfach so besser, weißt du? Damit ich euch filme. Warum liegt hier Stroh? Die nimmt, die lädt gerade nur auf, die filmt nicht. Mortaza. Wo habt ihr euch beide kennengelernt, die zwei? Auf der Uni. Auf der Uni. Bist du auch Medizinerin? Nein. Was machst du denn? Sozialarbeit. Ach, das ist deine Gang. Gangzeichen. Ah, schön. Toll. Wo kommt ihr aus welcher Stadt seid? Eschweiler. Eschweiler. Boah. Die ganze Zeit gewartet, bis ich endlich hier bin. Ne? Geht ihr auch in andere Städte mal? Ab und zu, ja. Wo, was ist die Stadt, wo ihr hingeht? Köln? Köln. Eins zu eins dasselbe wie ich. Geh einfach mit denen. Welches Restaurant? Wo geht ihr in ein Restaurant? Geht ihr in Köln in ein Restaurant? Wie heißt das? Pinocchio. Typisch persische Namen. Wir gehen jetzt Pinocchio, wir gehen jetzt Matrix, das sind persische Restaurants. Gut. Seit wann habt ihr schon Tickets für die Show heute? Seit Sonntag. Seit Sonntag. Wow, da habt ihr aber Glück gehabt. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, Typ mit der Glatze. Welche Comedians magst du? Welche Comedians ich mag? Ich finde Dave Chappelle und Seinfeld großartig. Aber Deutsche gar nicht, deswegen mache ich das ja. Weil ich habe irgendwann Fernsehen geguckt, dachte, boah, was ist das für ein Müll? Und wie sagt man, wenn du denkst, du kannst etwas besser, dann mach es. Weißt du, was ich meine? Welche Comedians findest du denn auch so gut? Till Reiners. Till Reiners, ja, er ist ein guter Typ. Typ hinter ihm, was wolltest du fragen? Achso, ja, du nochmal. Ich wollte fragen, was hast du zuerst Comedy gemacht oder zuerst Kickboxen? Die Frage war, was ich zuerst gemacht habe, Comedy oder Kickboxen? Danke, dass du es mit reingebracht hast, mein Kickboxen. Ich mache Martial Arts. Ich habe angefangen mit Taekwondo. Ich glaube, ich könnte theoretisch auch professioneller Kampfsportlehrer sein. Aber ich habe mich entschieden dafür. Ich hätte auch Arzt werden können, aber das habe ich dann abgebrochen. Ich dachte, Geld? Nein. So kann ich Menschen viel besser helfen. Dann wärst du auch ein Wunschkind geworden. Dann wärst du ein Wunschkind geworden? Von dir? Nein. Okay, ey, du kannst doch wenigstens mal so tun, als ob, Mortaza. Das ist für ein Arschloch, sofort. Nein, ich habe die Frage nicht mal zu Ende gestellt. Wir wären als Fremde hergekommen und du hättest mich adoptieren können und ich wäre Mama, Papa mit euch, weißt du? Nein, Mortaza. Wenn wir den beiden selben Nachnamen hätten, dann würdest du klingen wie ein Zauberer. Mortaza Quadesade. Leute würden denken, es kommt Rauch, wenn du kommst. Weißt du, was ich meine? Hallo, ich bin Ihr Doktor. Wow, ich glaube ihm alles. Na gut, es hat Spaß gemacht. Ich beende die Chance mal jetzt hier, weil Leute müssen ja zurück in die Stadt. Es hat mich sehr gefreut. Ich baue hier noch ab, falls ihr Fotos machen wollt, dann bin ich notgedrungen eh dazu gezwungen, weil ich das hier abbauen muss, okay? Wisst ihr Bescheid. Danke für die 2 Euro. Dankeschön, Frau Auskunft. Dankeschön, Patrick. Komm gut nach Hause. Ciao, ciao. Maskuda, Bratz.
Brazzardri oder Dri, ja, ne, danke fürs Folgen und beziehungsweise mit deinen neuen Leuten, ne. Hab ich gut gemacht? Ja, du gut gemacht. Masud gut gemacht. Ich bin Masud.